Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Ja, ich habe eine gekriegt. Guckt mal, diese tollen GameStop Mystery Boxen. Ja, das war nicht so leicht, die zu kriegen, gebe ich ehrlich zu. Und so wie es aussieht, sind die auch zumindest so weit auf, dass man reinluschern kann, um zu gucken, was für ein Pop drin ist. Da gab es nämlich eine ziemliche Kontroverse über diese Box. Das Ding gab es im GameStop in den USA. Jo, das ist an sich nicht ganz so tragisch. Ne, das war zum Black Friday, haben sie die verkauft und da gab es einen riesen Ansturm. Online waren die sofort weg, das heißt, da habe ich erstmal schon mal keine gekriegt. Ja. Wäre an sich nicht so schlimm gewesen. Dann ging das aber los, dass die Leute die Boxen gekauft haben. Wie die Bekloppten, die sind in die Läden gerannt und haben sich da zig Boxen gekauft. Ja, andere haben dann gar keine gekriegt. Und dann haben die zu Hause ausgepackt und festgestellt, scheiße, die haben fast jedes Mal dieselbe Figur da drin. Ja, kein Witz. Das heißt also, die sind ganz, ganz schlecht sortiert gewesen. Also viele Geschäfte hatten wirklich immer nur denselben Pop. Andere haben dann plötzlich nur die Goldpops gehabt. Man sagt, also, das ist im Werk ganz furchtbar schlecht sortiert worden. Dann wurde wieder den Leuten vorgeworfen, ihr habt da reingeguckt. Ja, weil dieser Kleber eben so locker drauf sitzt, dass man schon mal so reingeluschert hat. Auch das ist nicht von der Hand zu weisen. Normalerweise ist der Kleber mit Sicherheit nicht so locker drauf. Ja, also da ist jemand bei gewesen und hat reingeguckt und hat entsprechend die Sachen rausgesucht, die eventuell seltener sind. Davon ist mal auszugehen. Das muss man den Leuten einfach mal kackfrech vorwerfen. Jetzt ist das aber so, dass diese Box wieder erhältlich ist, weil die Leute haben die zu Hause ausgepackt und waren alle heftigst enttäuscht. Warum auch immer. Ich meine, an sich, die Pops, die da drin sein sollen, sind echt, oder sind, wir wissen es ja, welche drin sind, sind eigentlich ziemlich toll. Nichtsdestotrotz haben sich die Leute trotzdem beschwert. Es ist immer so. Du kannst den Leuten das nicht recht machen. Egal, was du machst. Ich bin sehr gespannt. Ich öffne das Ding jetzt. Ich weiß zwar grundlegend, was in diesen Boxen drin ist. Ich weiß noch nicht, welchen Pop ich habe. Und ich hoffe, ich habe was Schönes. Auch wenn der Kleber so locker war und ich deswegen schon fast davon ausgehen kann, dass jemand die Box geöffnet hat, beziehungsweise reingeguckt hat. Wir machen das mal anders. Wir machen das mal so, dass ich gar nicht... Na, ich sehe es schon. Okay. Schade. Hat sich erledigt. Kriegt man nicht anders hin. Aber, ja, ich bin zufrieden. Der gefällt mir ganz gut. Ich hätte mich zwar über einen anderen gefreut, aber egal. Kommen wir aber auch erst zum Schluss zu. Ha, ich zeige euch jetzt nämlich erstmal die anderen Sachen, die drin sind. Also, in meine Pocket Keychain Sammlung reiht sich nahtlos ein Elsa von Frozen. Ja, das ist so ziemlich der Pop, den ich, Keychain Pop natürlich, den ich am aller wenigsten hätte haben wollen. Alles andere wäre besser gewesen. Na gut, Anna vielleicht noch. Ne, aber ich hätte mich über einen Olaf gefreut, ich weiß nicht, was es denn gibt. Ich hätte mich über, also wenn schon Frozen, ja. Oder irgendwas anderes. Also, wie gesagt, das ist wirklich so, man hat den Eindruck, hey, wir von GameStop, wir haben so viel Ware an Überschuss. Wir machen einfach mal eine Box, da ballern wir alles rein, was wir im Überschuss haben. Ist auch alles Funko, die Leute werden es lieben und feiern. Ja, Pustekuchen haben sie nämlich nicht. Die Leute haben es nämlich nicht so abgefeiert, wie sie es hätten abfeiern sollen. Ja, wie ich schon sagte, die haben sich ziemlich beschwert. Eine Elsa reiht sich halt ein in meine Sammlung von Pocket Keychains. Inzwischen ist das Nummer 5. Mal sehen, ob ich die dann auch mal wieder loswerde. Das nächste Ding, oh, sehr cool, da freue ich mich. Das ist ein Pin von Funko auch, und zwar ist das Deadpool. Ich bin jetzt nicht so der Super-Pin-Sammler. Nichtsdestotrotz finde ich die schon toll. Und man muss auch mal dazu sagen, die Dinger werden mit 7 Euro gehandelt. Das ist kein Witz. 7 Euro. Ja, das ist schon heftig. Ja, wollt ihr nochmal gesehen? Hier, Deadpool. Ja, als Pin. Schön, oder? Der kann noch was. Ja, jetzt sind meine Reaction-Figuren dran. Ja, weil die haben ein schönes Brimborium hier gemacht. Nein, Mischmasch. Sie haben einen schönen Mischmasch gemacht. Ich rede schon wieder einen Scheiß. Ja. Das hier ist bedingt gut. Das sind die Boondock Saints. Ne? Der blutige Pfad Gottes, wie der Film halt hieß, in Deutschland. Sehr, sehr cooler Film. Ich fand den sehr, sehr geil. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gibt es auch bald eine Serie zu. Auch von ihm gemacht, mit ihm irgendwie. Und ihn kennt ihr natürlich alle, ne? Das ist Norman Reedus, den kennt ihr, das ist euer allergeliebter Daryl Dixon von The Walking Dead, damals noch um einiges jünger in einer anderen Rolle. Und hier als Reaction-Figur eben aus den Boondock Saints als Murphy McManus. Das klingt auch komisch. Ja,
Ich hätte es schlechter treffen können, aber ich hätte es auch erheblich besser treffen können. Immerhin unpunched und relativ unbeschädigt. Die Reaction-Figuren sehen echt nicht gut aus. Sorry, also die sind, ja, die sind halt den alten Star Wars-Figuren nachempfunden. Und damals war das okay, heutzutage ist das eher ein bisschen spackig, ne? Egal, wir machen weiter. Guckt euch die Reaction-Figur an, die ich habe. Na, Taxi Driver. Yeah. Travis Bickle. Schon mit der Appenfrisur und dem Mohawk. Na, im Prinzip fehlt die Sonnenbrille, die hätte man hier noch drauf machen können. Und eben na, mit der Knarre in der Hand. Nein, hat er nicht in der Hand, aber er hat sie hier dabei. Na, seine Knarren. Und das ist dann halt eben die Figur, wie er dann halt durchdreht. Ne? Der Taxifahrer, Taxi Driver. Sehr cool. Also das ist auf jeden Fall eine Figur zu einem Kultfilm. Da kann man nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Also damit kann ich eigentlich theoretisch schon relativ zufrieden sein. So, jetzt kommt auch schon das letzte Stück aus der Box. Und wie ihr wisst, es hätte 5 verschiedene zur Auswahl gegeben. Es hätte gegeben den Power Armor. Es hätte gegeben den Claptrap, es hätte gegeben einen Superman, es hätte gegeben ein Batgirl, was sehr cool ist, weil Batgirl normalerweise so gar nicht mehr zu kriegen ist. Und in dieser Variante sieht sie zwar total anders aus, weil sie eine andere Farbe hat, aber immerhin wäre es ein Batgirl gewesen, was man sonst halt nicht so ohne weiteres kriegt. Und es hätte einen Batman gegeben. Diese hätte es alle auch noch in Gold geben können. War relativ selten gepackt, aber gab es. Und einige haben sogar, wie gesagt, mehrere gekriegt. Alles in Gold, also Wahnsinn. Welchen habe ich? Ratet mal. Ich habe natürlich Batman, jawohl. Der hier wird allgemein als Michael Keaton Batman bezeichnet, weil er eben das schwarze Kostüm trägt, das man aus den klassischen Batman-Filmen mit Michael Keaton kennt. Ein GameStop-Exclusive, jo. Ich hätte es, wie gesagt, wesentlich schlechter treffen können. Batman ist schon cool. Freue ich mich drüber. Ja, der sieht geil aus. Der sieht vor allen Dingen geiler aus als mein anderer Batman, den ich da schon stehen habe. Ja. Das war's auch schon. Die Box ist leer. Dass ich keinen goldenen Pop habe, das habe ich erwartet. Denn die waren, wie gesagt, meines Erachtens nach schon vorher raussortiert. Da wird man von ausgehen können, dass man immer irgendwas kriegt, was nicht so super beliebt ist. Aber Batman ist doch völlig okay. Also damit bin ich zufrieden. Ich bin auch zufrieden mit den Reaction-Figuren, auch wenn ich die wieder abstoßen werde. Ich werde die nicht behalten. Das ist nicht mein Sammelgebiet. Den Pocket Pop werde ich auch mit Sicherheit an anderer Stelle wieder abstoßen. Genauso wie wahrscheinlich den Pin. Im Prinzip bleibt mir ein Pop. Und damit bin ich einverstanden. Damit bin ich zufrieden. So ist es. Wenn ihr Bock auf diese ganzen Sachen habt und wenn ihr ein bisschen was mehr wissen wollt über die GameStop-Box und was da so der Hintergrund war, etc., etc., all die ganzen Geschichten, dann könnt ihr euch zum einen meine ganzen anderen Videos angucken, da erzähle ich nämlich reichlich dazu, oder aber, und das könnt ihr eigentlich auch zusätzlich machen, geht ihr mal in die Funko-Sammelkiste auf Facebook, da habt ihr viel Spaß. Wenn ihr irgendwie Interesse an diesen Funko-Produkten habt, dann seid ihr da auf jeden Fall richtig. Das macht Spaß, das lohnt sich, da vorbeizuschauen. Könnt ihr mit mir reden, könnt ihr mit vielen, vielen anderen Leuten reden. Wir sind inzwischen über 1200 Leute. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr gerne mal bei meinen YouTube-Kollegen reinschauen. Die freuen sich auch, wenn ihr da mal draufklickt, denen mal ein Abo dalasst und mal einen Daumen nach oben, vielleicht ein paar Videos anguckt. Und bei mir könnt ihr natürlich dasselbe tun. Daumen nach oben ist immer gerne gesehen. Kommentare freue ich mich total drüber. Ich beantworte soweit jeden Kommentar. Und wenn ihr noch kein Abo habt, hey, könnt ihr mir noch nicht antun. Klickt doch mal drauf, abonniert mich doch mal. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Das ist nämlich nur eine von vielen, 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 vielen Boxen, die ich in den nächsten Monaten präsentieren werde. Alles klar, ich bin raus. Ich wünsche euch was, wir sehen uns beim nächsten Mal.